Ja, servus Freunde, hier bin ich wieder. Hier ist euer Mann der guten Laune. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Soeben noch Weihnachtsbäume Bieselsberg besichtigt. Auch wenn das schwer einzufangen war mit der Kamera. Wegen den Lichtern, ich hoffe man sieht es ein bisschen. Möchte ich mich auch nochmal bedanken für Weihnachtsgeschenke, für ein wunderbaren Zusammenhalt. Ja, mittlerweile fast 15 Jahre, das sind schon 15 Jahre, wir haben es mal ausgerechnet, muss ich noch mal gucken. Vielen Dank dafür, für meine Vermieter der Familie Linder, für die Weihnachtsbrötchen, eine sehr, sehr nette und faire Geste, finde ich. Und man sieht, man braucht sich nicht immer groß beschenken, denn Kleinigkeiten können einen auch erfreuen. Nette Worte zum Beispiel oder wie gesagt, so eine Kleinigkeit mit Weihnachtsbrötchen. Vielen lieben Dank, Dankeschön und auch für so viele Jahre mit euch hier zu verbringen. Das ist auch keine Normalität, sage ich, auch keine Selbstverständlichkeit. Und man kann sich aufeinander verlassen und das ist einfach toll. Hier der Zusammenhalt. Vielen Dank, Dankeschön und bleibt gesund, habt ein schönes Weihnachtsfest und ja, so sollte es eigentlich laufen. Überall und das würde ich mir wünschen und habt schöne, besinnliche Stunden jetzt dann miteinander. Es sind ja noch ein paar Stunden, aber dann geht's schon wieder los, dann schon wieder Heiligabend und ich bin jetzt erstmal raus und sag nochmals vielen lieben, lieben Dank, Familie Linder. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Desa und Gottlieb. Dankeschön. Bleibt's gesund und habt's auch schöne Weihnachten. Servus und tschüss.